bin Fawn Arnold und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst. Sorry, Ladies, dieses Video ist eher den Männern gewidmet. Warum? Weil sie nie Bock haben, deren Kopfstimme zu benutzen, was saublöd ist. Aber die Ladies können auch mitmachen, weil es für allen wichtig ist. Und es gibt Frauen, die deren Kopfstimme auch nicht oft genug und gerne benutzen. Also, Jungs, du musst so oft wie möglich die Kopfstimme benutzen. Ich weiß, dass du es nicht leiden kannst, weil du klingst schwach. Egal. Aber mehrere Schüler von mir können beweisen, dass sobald die deren Kopfstimme gefunden und benutzt haben regelmäßig, es war ein Riesenunterschied in die Stimme zu bemerken. Und sie haben alle einen riesen Aha-Augenblick gehabt. Danach wirst du auch sehen, was für Fortschritte du mit deiner Stimme benutzt, sobald du die Kopfstimme mitbenutzt. Alle, habe ich das schon mal gesagt? Alle müssen die Kopfstimme so oft wie möglich benutzen. Heute, der Tipp geht besonders an die Rocker unter euch. Yeah, du musst, auch nachdem du viel tief und laut und in die Power und die Bellstimme gesungen haben, du musst dann viel in die Kopfstimme singen. Das ist ganz wichtig, weil es dehnt die Stimme nach so viel harter Arbeit. Es dehnt die Stimme dann wieder schön schlank. Ja, es ist wie Yoga für die Stimme. So, diese Übung musst du einmal am Tag machen. Das geht ganz, ganz schnell und das dehnt die Stimmlippen sehr, sehr schön, damit man super fit bleibt. Und es ist auch wichtig, wenn du gerade irgendwie halt richtig viel Rock gesungen hast oder in die Bellstimme gesungen hast, dass du danach so eine Art Stretching machst oder einen Cooldown machst und diese Übung dann halt machst. Diese Übung ist aber schwer, ich lüge dich nicht an. Es ist schwer, weil wir loslassen müssen. Und weil wir alle so Control-Freaks sind und wir wollen alles unter Kontrolle haben, ist es sehr, sehr schwierig, die Ton loszulassen, damit du höher kommst. Okay? Während dieser Übung, du kannst den Ton so klein, weil wir haben gesagt, dass in die Kopfstimme der Ton an sich ist richtig klein, so klein machen, dass du ihn gar nicht mehr hörst. Wichtig aber dabei ist, dass die Luft weiterfließt. Ja? So in den Augenblick, wo du denkst, oh, ich muss greifen, um den Ton zu erreichen, hör auf zu greifen, lass den Ton weg und mach einfach die Luftströmung weiter. Okay, ich demonstriere, das ist ein bisschen schwierig, jetzt das alles zu erklären. Okay, ich werde erstmal mit den Frauen anfangen. Und Frauen, wir werden irgendwie ganz hoch gehen. Ich sage euch nicht, wie hoch, weil ich will nicht, dass ihr eure Kopf blockiert. Nach der Übung erzähle ich, wie hoch wir gegangen sind. Okay, gut, jetzt geht's los. Mit H fangen wir an. Okay, und auch brrr. Ganz kleine Ton. Der Ton wird immer kleiner da oben. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss greifen, deswegen lasse ich den Ton weg und mache mit Luft weiter. Hörst du, dass der Ton automatisch wieder reingekommen ist, obwohl ich gedacht habe, ich lasse ihn weg? Mhm. Weiter. Okay, wir sind bis zum E heute gegangen, ganz nach oben. Töne, die bei mir tatsächlich geklungen haben, war ein C-Sharp. Ja, den kleinen schwarzen über den C. Ja, okay, Frauen, das ist der Punkt, wo ihr Stopp macht und wieder zurückspult und das Ganze nochmal macht. Und es geht weiter jetzt mit die Männer. Okay, Männer,
Wir fangen beim H an und wir werden auch noch mal sehr, sehr hoch gehen. Ich sage euch nicht, wie hoch, bis wir fertig sind. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr greifen müsst, dann hört auf zu singen, sondern nur machen ohne Stimme. Okay, here we go. Habt das Gefühl, dass ihr sehr gerne singt. Sehr gut. Wir sind bis zum G gegangen heute. Das ist auch der Zeitpunkt für die Männer, wo ihr jetzt stoppt und zurückspult und es nochmal von vorne macht. Und wie gesagt, mach es, nachdem ihr wirklich viel Powerstimme benutzt habe oder sehr rockig gesungen habe, damit die Stimme schön gedehnt wird. Happy Übing! Wenn du eine besondere Frage hast zu deiner Stimme, dann e-mail mich, ganz einfach, fragen@singenohneangst.de. So, wenn dieses Video dir gut gefallen hat und dir geholfen hat, dann abonniere mich und teile mich mit auf Facebook. Und wenn du noch mehr Tipps haben möchtest als in dieses Video, dann geh ganz schnell auf meine Homepage www.singenohneangst.de und trag dich ein in meine E-Mail-Liste, weil ich schicke alle Sänger alle 14 Tage ein Newsletter von moi mit besonderen Tipps und Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und die sind nirgendwo sonst zu finden als in die Newsletter. Wenn Singen dein Traum ist, dann lass es dir bitte, bitte von niemandem ausreden. Gott oder wem auch immer du glaubst, kreiert nicht irgendwelche extra Leute, damit die nur den ganzen Tag rumlaufen können, ohne Ziel. Jeder von uns hat eine Aufgabe zu erfüllen auf diesem Planet. Und unsere Träume sind dazu da, uns in die richtige Richtung zu schicken. Also, wenn Singen dein Traum ist, dann sing mit Mut und ohne Angst. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und bis dahin, happy Übing! Tschüss! Where rainbows end, that's where we'll meet. By the river, so sweet.